Hallo, ich grüße dich ganz herzlich hier in unserer Gruppe Entdecke und lebe deinen Seelenplan. Einen wunderschönen Mittag wünsche ich dir. Solange du dich bewertest und beurteilst, stehst du dir selbst im Weg. Warum ist das so? Wir haben so viele Programme und Dateien, um es mal in der Computersprache auszudrücken, in uns angelegt, die uns ständig Situationen, aber auch Menschen, was auch immer und natürlich auch uns selbst bewerten und beurteilen lassen. Also, wenn du dich mit deinem Seelenplan beschäftigst und so ein paar Ideen hast, was genau dich, deine Einzigartigkeit ausmacht, was kommt da als nächstes in den Sinn dir wahrscheinlich? Ich habe kein Zertifikat, ich habe da keine Ausbildung oder damit kann man auf keinen Fall Geld verdienen, hat mir gestern eine Kundin gesagt. Ja, so total interessante Ansichten haben wir ja da und erklären uns immer, immer nur, warum etwas nicht funktioniert. Und solange wir bewerten und beurteilen, stecken wir fest. Und deshalb würde ich dich dazu einladen, wie kommst du vom Bewerten und vom Beurteilen weg? Das ist ein nicht ganz einfacher Schritt, weil wir total konditioniert sind, immer etwas zu bewerten und zu beurteilen, weil wir ja natürlich auch als Kinder, als kleine Kinder immer bewertet und beurteilt wurden. Wir kennen das ja gar nicht anders. Und deshalb ist das auch so eine Herausforderung, eine kleine Herausforderung, die aber durchaus zu meistern ist, von diesem Bewerten und Beurteilen sich selbst gegenüber und auch anderen Menschen und Situationen gegenüber wegzukommen. Grundsätzlich ist das schon in uns angelegt, denn als wir ja, ich sag mal, aus dem Bauch von der Mama ausgecheckt haben, um es mal flapsig auszudrücken, da haben wir nicht bewertet und beurteilt, da waren wir einfach da. Wir waren einfach da in unserer ganzen Größe, in unserer ganzen Einzigartigkeit. Dieses Bewerten und Beurteilen, das ist dann später erst über uns gestülpt worden. Und deshalb würde ich dich mal dazu einladen, dich zu beobachten. Und immer dann, wenn du merkst, ach, ich bin ja gerade schon mal wieder dabei, mich selbst oder andere Situationen bzw. Menschen zu be- und verurteilen oder bewerten und beurteilen, dann stell dir mal folgenden Satz laut. Laut oder leise, egal, Hauptsache du stellst ihn dir. Das ist ja eine interessante Ansicht, die ich da habe. Probier das mal aus. Also immer, wenn du merkst, du bist irgendwas am Bewerten und Beurteilen, dann sag dir den Satz, das ist ja eine interessante Ansicht, die ich da habe. Und sag dir den Satz gerne auch mehrfach hintereinander und fühl dann mal, was es mit dir macht. Du wirst dann nämlich merken, wie rasch und einfach du von dem Bewerten und Beurteilen damit wegkommst. Es ist manchmal so einfach. Es ist oft eigentlich so einfach. Wir machen es uns nur so schwer, weil wir manchmal oder oft gar nicht so diese vielen Möglichkeiten sehen, die es gibt oder um die Dinge nicht wissen, weil wir so ja in eine Richtung einfach unterwegs sind und Scheuklappen anhaben und gar nicht nach rechts und nach links schauen. Also, immer wenn du ab sofort dich dabei ertappst, dass du dich selbst oder jemand anderen am Bewerten und Beurteilen bist, dann stell dir die Frage bzw. sag dir der Satz, das ist ja eine interessante Ansicht, die ich da habe. Und lass das mal auf dich wirken und spür da mal nach. Du wirst merken, dass du da von dem Bewerten und Beurteilen wegkommst und dass plötzlich sich auch Möglichkeiten auftun. Dass du, wenn wir jetzt nochmal das Thema Seelenplan holen, denn du bist ja hier in der Gruppe, weil du ja noch nicht so zu 100% oder überhaupt noch nicht deinen Seelenplan gefunden hast und die Dinge wirklich machst, die dir am Herzen liegen und damit auch ja gutes Geld verdienst. Und wenn du dann deine Einzigartigkeit auf diese Art und Weise wertfreier dir selbst quasi begegnest, dann wirst du merken, dass du diese Ansichten mehr und mehr loslassen kannst, dass das nicht geht, weil, dass du jetzt zu alt bist, weil, dass du kein Geld hast, weil, dass du keine Ausbildung in dem Bereich hast, weil, oder dass einfach nur der Gedanke da ist, damit kann man doch kein Geld verdienen, oder? Wenn du vielleicht auch schon selbstständig bist und verdienst irgendwo auch schon in der Selbstständigkeit Geld und hast du das Gefühl, ich mache schon im Prinzip das, was ich gerne machen möchte, dann sind wir auch so konditioniert, so im Mainstream diese Selbstständigkeit zu machen.
und vergleichen uns mit anderen und vergleichen uns am Markt mit anderen Firmen oder ja, kleineren Unternehmen oder Einzelpersonen, wie auch immer, und sagen uns, okay, in dem Bereich ist es üblich, keine Ahnung, 3.000, 4.000 Euro im Monat zu verdienen und mehr geht nicht. Also auch wenn du in der Richtung denkst, mit dem, was ich mache, mehr als 3.000 Euro kann ich da am Monat nicht generieren, dann sag dir auch da bitte mal, das ist ja eine interessante Ansicht, die ich da habe. Denn mit diesem Bewerten und Beurteilen machst du immer so ein Stück weit den Deckel drauf. Und die vielen anderen Möglichkeiten, die da sind, die vielen anderen Möglichkeiten überhaupt, die nächsten Schritte auch aus dieser Tretmühle, aus diesem Hamsterrad rauszukommen, die ist da. Du siehst sie nur nicht. Okay? Also, ich wünsche dir viel Freude mit dem Satz. Das ist ja eine interessante Ansicht, die ich da habe. Und ja, viele, viele neue Ideen und Kreationsmöglichkeiten, die da zu dir fließen. Okay? Hab noch einen wunderbaren Tag. Bis dahin. Tschüss.